Zum siebten Mal kamen Radsportler aus ganz Deutschland und Teilen Europas an den Alfsee, um am 24-Stunden-Mountainbike-Rennen teilzunehmen. Der Wettergott sollte dabei mitspielen, die Sonne strahlte und von oben blieb es trocken. Der neue Sieger in der männlichen Einzelkategorie hieß Thorsten Weber aus Euskirchen, der 24 Stunden lang unermüdlich 38 12-Kilometer-Runden drehte und danach noch fehlerfrei klare Worte fand. Es war nicht immer nur schön vorne. Also, zwischendurch war es auch schon mal, dass ich mir dachte, hoffentlich ist es bald vorbei, muss ich schon ehrlich sagen. Bei den Frauen gewann Julia Golz aus Ratzeburg, die insgesamt 31 Runden hinter sich ließ. Erneut ist es dem großen Orga-Team gelungen, eine anspruchsvolle Strecke für die Radsportler zu planen. Schwerere Verletzungen blieben bei Profi- und Hobbyfahrern glücklicherweise aus. Dass man im Alter weder rasten noch rosten muss, bewies Hans-Jürgen Nerbers aus Bramsche, der mit 71 Jahren an den Start ging und unglaubliche 23 Runden absolvierte. Nach dem Rennen sprachen wir mit Daniel Meyer, einer der beiden Köpfe des Events. Ja, neben mir steht einer der beiden Organisatoren des 24-Stunden-Mountainbike-Rennens am Alfsee. Hallo Daniel. Erstmal in erster Linie, hinter uns ist noch reger Betrieb, aber die Uhr ist abgelaufen, die 24 Stunden sind um, ist alles gut gelaufen? Ja, wunderbar. Wir sind super zufrieden. Wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, dass das Rennen nicht mehr zu toppen sei. Und nun haben wir erlebt, dass es mindestens genauso gut, wenn nicht besser geworden ist. Ja, das ist schön zu hören. Ja, du sagst jetzt gerade, es ist nicht mehr zu toppen. Also kann man sagen, eigentlich schon nach 6, 7 Jahren ist es ein Event der Superlative geworden. Wie könnt ihr es denn jetzt noch steigern? Es gibt ja immer viele Ideen auch im organisatorischen Bereich, aber vielleicht mal ein Promi-Team aufstellen oder ist sowas eher nicht so euer Ding? Doch, in jedem Fall. Also wir haben das auch schon angeregt, ein Promi-Team aufzustellen, auch in diesem Jahr schon. Es hatte sich auch zum Beispiel der Landrat Lübbersmann bereit erklärt, mitzufahren, musste dann aber aus terminlichen Gründen kurzfristig absagen. Sonst wäre so ein Promi-Team zustande gekommen, aber im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich klappen. Ja, das hört sich schon mal gut an. Ansonsten, was gibt es noch so für Ziele? Ich meine, Streckenveränderung, die Strecke ist top. Ich höre jeden, die ist super anspruchsvoll. Habt ihr da noch irgendwie mal was geplant, da was zu verändern? Oder ja, eine Unterführung wollt ihr hier nicht irgendwo hinbaggern oder unter am Alfsee drunter her. Ich meine, das macht man vielleicht in Dubai oder Bahrain, wo das Geld dann da ist. Aber was könnte da noch ändern? Ja, wie du schon sagst, das würde sich finanziell nicht stemmen lassen, unter dem Alfsee herzufahren, über den Alfsee herzufliegen, wahrscheinlich auch nicht. Ja. Aber so sehr viel Spielraum haben wir leider nicht, weil das ein Naturschutzgebiet ist und wir dort sehr strenge Auflagen haben. Wir modifizieren aber dennoch da, wo es möglich ist, in Wäldern und Wiesen die Strecke immer geringfügig, sodass man nie die gleiche Strecke vorfinden, sondern immer einen gewissen Anreiz auch noch hat. Ja, das überlassen wir dann den ganz Großen, ganz schmutzig in die Natur einzugreifen. Ich meine, die machen es ja vor in, ja, ich will jetzt keine Länder vor den Kopf stoßen, aber ob es bei einer FIFA-Fußball-WM ist oder so, da wird dann alles abgeholzt für ein Stadion. Das überlassen wir anderen und wir bleiben der herrlichen Natur hier. Die lassen wir so, wie sie ist und ich danke dir für das Interview und wünsche euch natürlich alles Gute für die nächsten Jahre. Prima. Vielen Dank.